Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Elex, das neue Spiel von Piranha Bytes aus Essen. Ein kleines, aber super sympathisches Team und die wissen einfach, was sie machen, Leute. Also, ja, ich weiß, Piranha Bytes hat sich jetzt leider mit Gothic 3 so ein bisschen, ne? Aber glaubt mir, riskiert mal einen Blick und wenn es euch gefällt, das Let's Play oder auch das Spiel natürlich, dann kauft es euch, unterstützt die Leute, die verdienen das wirklich. Auf jegliche Art sollte man das unterstützen, dass sowas aus Deutschland kommt. So, genug Lobhudelei, ich kriege ja kein Geld dafür. Ja, alles unter der Hand, ne? Nee, Spaß. Wir schauen mal die Vorgeschichte. Ich würde es eigentlich gerne auch schwer spielen, aber glaubt mir, es ist ganz schön happig. Es ist nicht so... Es ist nicht unfair, aber man kommt ganz schnell mal in Situationen, wo man überfordert ist, habe ich gemerkt, so nach 1-2 Stunden spielen. Deswegen auf normal, dann wird auch der Spielspaß so ein bisschen nicht getrübt durch ständiges Sterben. Danke. Intro. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen.
Boah, was ein Scheißtag. Direkt mal ausgeraubt werden von Mad Max und vorher von irgendwelchen Typen abgeknallt. Ach, Kinder. Ja, habt schon mitbekommen, wir sind die Bestie von Xarkor. Nur sind wir jetzt nicht mehr ganz so biestig, sondern ein bisschen lädiert sogar. Wir haben gar nichts mehr, uns wurde alles abgenommen. Und ja, das ist das Spiel. Es sieht super schön aus, finde ich. Ich hoffe, es läuft ganz gut. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Und ich finde die Sprachausgabe Hammer. Ja, ich muss sagen, ich hoffe, es läuft gut. Weil ich habe jetzt echt ein bisschen rumfriemeln müssen, weil es lief bei mir nicht so ganz sauber. Da es doch schon horrende Anforderungen hat. Mein Rechner ist jetzt auch nicht so der krasseste überhaupt. Aber ja, es müsste ganz gut laufen, hoffe ich. Weil ich hatte schon mal so eine Probeaufnahme, das sah furchtbar aus. Es hat nicht mal 40 Frames und Aber ja, jetzt soll es gehen, dass ihr da so ein schönes audiovisuelles Erlebnis habt. Da haben wir jetzt schon einmal ein bisschen Schießen geübt. Wahrscheinlich sind wir jetzt bei den Hillbillies gelandet. Da ist noch einer. Ja, also ganz typisch Piranha Bytes ist es wieder eine große, offene, handgemachte Welt, wie gesagt. Es gibt viel zu entdecken. Man kann wirklich an jeder Ecke mal abbiegen und mal einen Blick riskieren. Und in den meisten Fällen lohnt es sich sogar. Ich spiele das Ganze übrigens mit Gamepad, also es ist ziemlich gut zu steuern, finde ich. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Ah, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein, ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trockenen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Ach ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, Elex. Oh. Das ist dieses Material, was einen super stark macht, aber andererseits auch die Gefühle raubt, die Emotionen. Oh oh. Ja, ja. Kampfsystem, Leute. Mach doch. Bam. So. Ich finde es ziemlich fair, das Kampfsystem. Es ist nicht so wie in Vorgängern oder anderen Spielen jetzt hier von Piranha Bytes, dass es dann doch so ein bisschen staccato-mäßige Viecher gibt, die einen dann einfach wegpicken, oder? Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Aber ich finde es super hübsch. Guckt euch das mal an. Das sieht einfach toll aus. Hallo? Hallo? Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Und wisst ihr, was ich richtig geil finde? Es gibt kein Inventarlimit. Ich kann alles aufheben, Leute. Ich habe ja, ganz ehrlich, ich habe ja so eine geheime Ader als Messi und ich muss alles aufsammeln, ihr kennt das. Und es ist immer ein bisschen anstrengend, glaube ich, für euch, wenn ich da rumrenne und alles sammle und ihr irgendwann so, boah, Bruger, du hast schon wieder volles Inventar, das nervt. Und hier ist das nicht so. Ich kann alles sammeln. Es ist geil. Leute, das ist für mich, das ist mein Fetisch. Sammeln. Bis der Arzt kommt. Ist unglaublich, wie gerne ich Sachen sammle in Spielen, aber ja. Deswegen halte ich mich da leider auch immer viel zu viel auf mit so Collectibles, dass ich dann irgendwelche Sachen sammle, die eigentlich gar nichts wert sind. Hauptsache ich hab sie. Also in Spielen. Da wo es nichts kostet, wisst ihr? Naja. Gut. Aber ja, Elex. Also, wir sind die Bestie. Und wie es dazu gekommen ist, erfahren wir hoffentlich. Ich weiß jetzt auch noch nicht mehr. Hoppala. Das ist schon wieder so viel. Oh, ich will es zuschlagen, aber es geht über den Schultertasten. Ich springe ja hier. Ey, bleib mal stehen. Au. Nein, ich habe keine Ausdauer. Och nein. Okay, ich habe ein bisschen was abgekriegt, aber ist okay. Ah, da gibt es schon wieder Elex. Ja, also Elex ist auch gleichzeitig... Nee, ist einerseits hier so ein bisschen... ja, es gibt uns Kraft und andererseits ist es auch ein wenig die Währung, kann man so sagen. Aber dazu mehr später. Ich weiß jetzt auch nicht so viel. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas so offenbaren, was gar nicht stimmt. Und ne, ihr wisst schon. Amulett des Abenteurers, Schlösser knacken 1 und Rüstung 5. Geil. Ich sag's gleich dazu, Leute. Ich bin so ein bisschen der Klaufred. Also ich steck gerne Sachen ein hier. Ihr wisst ja, sammeln. Das gehört dann auch dazu. Ich werde wahrscheinlich Schlösser knacken nehmen. Ich werde überreden. Warte mal, was haben wir denn eigentlich für Skills? Das gucken wir uns mal an jetzt hier. Das können wir ja mal machen eben. Guck mal hier. Das Inventar ist... Ja, genau in dem Stil hier. Es ist alles so ein bisschen... Oh, übrigens die Karte. Riesig groß, glaubt es mir.
Ich habe 2 Stunden gespielt, wie gesagt, und ich kam nicht aus dem ersten Kaff raus. Es ist unglaublich, wie ich mich damit beschäftigen kann mit sowas. Aber es gibt auch viel zu tun. Ich will jetzt nicht super hyped klingen, aber glaubt mir, es... Ihr werdet noch sehen. Es ist halt ganz typisch so Gothic-like. Ich will es nicht anders sagen, aber es erinnert mich doch wieder im Positiven an Gothic 2. Und wer das kennt, der weiß, dass es gut ist, wenn es das macht, einen daran erinnern, meine ich. Was sind denn die Skills hier? Das sind die Skills. Aha, guck mal, Nahkampf, Fernkampf. Achso. Auch hier muss man sagen, typisch ist, dass man Skills eigentlich nur über Lernpunkte erwirbt. Und es ist eigentlich total egal, wie, glaube ich, jetzt die Statistiken sind, wie stark man ist oder wie geschickt. Das alles hat nur Wirkung, wenn man dann eben so einen hohen Wert hat, dass man Waffen tragen kann, die dann mehr Schaden verursachen. Also, ich kann jetzt eine Waffe haben, die gerade so, deren Anforderungen ich gerade so erfülle, wenn ich jetzt zum Beispiel aber 20 Stärke mehr habe, macht das, glaube ich, im Schaden nichts aus. Das ist dann nur die Waffe und überhaupt der Fakt, dass wir sie tragen können, was den Schaden bestimmt. Verwirrt? Ja, es wird noch schlimmer. Oh. Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch schon mal, wie gesagt, alles hier gespielt, habe es aufgenommen, es lief nicht so schön. Und jetzt muss ich halt wieder so ein bisschen improvisieren und dass ich nicht alles nochmal doppelt und dreifach erzähle, weil ich weiß jetzt gerade nicht, was ich schon mal erzählt habe und was ich jetzt eben gerade schon erzählt habe. Ja, es ist, ihr werdet nicht alt, Kinder. Ah, oh, da grunzt was. Ein Bogen. Hey. Oh. Hallo. Danke, Pestrate. Oh Gott, die Ausdauer ist ein bisschen knapp. Hallo. Bam. Oh, in die Wand gehauen. Ein kleiner gelber Stein. Und, um euch zu beruhigen, ich habe jetzt in den 2 Stunden so gut wie, ich habe keinen Bug entdeckt. Ja? Ich habe keinen Bug entdeckt. Das wollte ich nur mal vorwegnehmen, dass da niemand sagt, ja, aber Gothic 3. Nee. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Also ja, man kann leider nicht alles, aber man kann das, was man sieht, was lose ist, kann man aufsammeln. Das ist so befriedigend, ihr glaubt es nicht. Öle kann ich leider nicht aufsammeln. Na? Wie kann man denn die Tutorials hier wegmachen? Das brauche ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Knochen! Jetzt wollte ich mir gerade einen Rattenburger machen. Mann. Achso, ja, man kann auch wieder kochen übrigens. Ja, das liebe ich so. Und jetzt mal so unter uns, Leute. Muss ja keiner wissen, aber ich mag halt schon Endzeit so ein bisschen mehr als Fantasy. Ja, also ich bin mehr so Mad Max. Anstelle von Mighty Magic, versteht ihr? Ja. Finde ich halt irgendwie geiler. Ich weiß nicht, mit Endzeit kann ich mehr anfangen als mit Fantasy, weil... Ja gut, ich meine, das hier ist jetzt auch ein bisschen... Es ist so Science-Fantasy, ja? Ich glaube, so zumindest war der Ausdruck, den der Harald gebraucht hat. Ja, der Harald von, ne, Piranha Bytes, ihr wisst schon. Nicht irgendein Harald. Vielleicht kennt ihr auch einen Harald, der das gesagt hat, aber ich kenne ihn ganz speziell und er meinte, glaube ich, es ist Science-Fantasy. Hoppala. Also ja, es gibt natürlich auch sowas wie Magie und das Edex, das befähigt einen auch... Aha. Ich habe noch nicht versucht, darauf zu kommen übrigens. Das befähigt einen auch sowas wie Magie zu wirken, schätze ich. Ich habe leider noch nicht viel damit jetzt rumhantiert, weil ich noch nicht so weit war. Aber generell so dieses Endzeit-Dystopisch finde ich geiler. Immer. Boah, und das ist auch geil. Die Jagd beginnt in Passus 1. Wie gesagt, ich hoffe, es läuft ganz gut. Ach ja. Ich muss so viel runterdrehen. Diese Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Ah, das Detail eben. Habt ihr gesehen? Er hat so die Hand an die Wand gehoben. Da hier, solche kleinen Details, finde ich, machen es halt sehr liebenswert. Hallo, machst du nochmal? Jetzt macht er nicht. Macht er nicht. Okay. Nee, aber das habe ich eben nur gemerkt. Ja, ich setze mich mal hin, ne? Nein. Wollte ich nicht. Wollte mal gucken, ob da was liegt.
Ach ja, wie gesagt, ich will nicht zu sehr loophodeln. Es gibt natürlich auch ein paar Punkte, wo ich wahrscheinlich dann kritisiere. Aber so weit sind wir ja noch nicht, wirklich. Also wenn, dann will ich nicht aus reiner Sympathie sagen, oh, so toll, so so wow. Sondern ich werde es auch anbringen, wenn es mir was, wenn mir was so ein bisschen nicht gefällt. Ja? Aber nicht unfair, sondern einfach objektiv versuchen. Das ist halt hier was Persönliches, fast schon. Also ich spiele es halt aus Sympathie. Habe ich übrigens damals auch bei den anderen. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie oft ich Gothic 2 durchgespielt habe. Ihr glaubt es nicht. Und bis heute fand ich die Magier-Fraktion, wow. Evakuieren Sie sich, wenn es eingesetzt. Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen, den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Observierungsstation. Wow. Ich dachte, jetzt machen sie Dubstep. Guck mal, in dem Licht sehe ich so ein bisschen aus wie Riddick, oder? Are you afraid of the dark? Ja. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Oder? Ist das Absicht? Mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Genau. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich es nur cool finden soll oder ob es vielleicht auch ein bisschen... Also ich finde, es neigt schon sehr zum Exploiten. Weil man kann jetzt das hier... Wow! Geil, oder? Also ich habe da schon ein bisschen Schabernack mitgeschrieben. Es ist schon ziemlich geil. Und ich hoffe, man kann es halt nicht zu sehr ausreizen, dass man da ein bisschen betrügen kann. Also ich habe ja schon rumprobiert. Und ein paar Sachen habe ich mir dann schon erleichtert durch das Jetpack. Aber vielleicht ist es ja auch wirklich so gedacht. Dass man halt so ein bisschen besser Leute beklauen kann. Habe ich schon gesagt, dass ich gerne klaue? Ja. Hallo. Ich würde ja eigentlich keine Ratten umbringen, aber die droppen was und ich muss sammeln. Immer. Klopapier, ja. Habt ihr schon mal im Wald gekackt ohne Klopapier? Wollt ihr nicht. Besser. Nehmen wir alles mit. Oh. Da hat das gematscht. Achso, ihr habt gesehen, war da eben Patronen bei? Ich glaube. Es gibt Schusswaffen. Also richtige Schusswaffen mit Kaliber oder auch Laserwaffen. Aber ich glaube, bis es soweit ist, müssen wir erstmal mit dem Rohr ein bisschen zuprügeln. Und es gibt leider nur Magnesiumfackeln. Kein richtiges Taschenlampenlicht oder sowas, glaube ich. Also, das man jetzt mitnehmen kann. Aber ist cool. Man findet ja auch genug von den Dingern. Ja. Trockenfleisch, geil. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er das immer fallen lassen muss, das Teil. Hey. Tja. Diese also die Sounds, die sind schon richtig schmatzig. Das hört sich immer gut an, wenn die so plädern da. Die Ratten. Sie plädern. Oh, Zigaretten. Ich nehme Zigaretten mit. Gibt's auch hier. Also ihr habt es vielleicht habt ihr es schon gemerkt, aber Magellan ist vielleicht die Erde. Denk. Vielleicht. Also unsere Mutter Erde, wie wir sie kennen. Oder halt jetzt in dem Moment nicht mehr. Okay. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Ah, oh, habt ihr gesehen? Da sitzt schon einer. Freund oder Feind? Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du?
Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Ihr merkt schon, wir sind ein richtiger, liebenswerter Kerl. Und das mit der Kälte, ich glaube, das ist sowas wie unsere Gefühle. Ich weiß nicht. Also Kälte ist gleichzeitig auch eben diese Gefühlskälte, die man durch Elex bekommt. Vermute ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Und wie sich das auswirkt, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall waren wir gerade so ein bisschen gefühlsbetonter in der Antwort und deswegen ist wohl die Kälte gesunken. Oder ich weiß es nicht. Wir sehen es, wie gesagt. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Ich finde die Rüstung übrigens richtig geil von ihm. Ein Berserker übrigens, ja. Du weißt gar nichts. Du weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Du rasest voll der Nette. Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Du hast sexy vergessen und charismatisch. Ich sag ja, hätten die hier Vin Diesel für rekrutiert, ich hätt's gefeiert. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Tatsächlich? Selbst für einen einfachen Berserker wie mich bist du im Moment keine Herausforderung. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Das ist ein Plan, würde ich sagen, oder? Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Na toll. Okay, dann geh mal vor. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Achso, übrigens, Licht und so weiter, wie er sagte. Dynamischer Tag-Nacht-Wechsel, das sieht fantastisch aus nachts. Fertig. Warte doch mal. Da liegt eine Axt. Sekunde, ich muss mal ganz kurz. Achso, eins gilt noch zu erwähnen. Und zwar, es gibt keine Pause. Also wenn ich jetzt hier was rumwurschtle, ist immer noch aktiv das Spiel. Das läuft weiter. Also los. Man kann sich da jetzt nicht unbedingt retten vor Angriffen und so weiter. Also man wird immer weiter behakt von Gegnern. Man muss da schon ein bisschen Abstand gewinnen.
weitergehen? Ja, jetzt setz mich doch mal nicht so. Ich will noch gucken. Müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Geh weiter. Bleib hinter mir. Ich finde es ja echt ganz nett. Sieht doch nicht gefährlich aus. Aber nee, glaub mir, wenn ich jetzt hier mal so ein paar Meter runtergehe, wäre ich schon tot. Ist echt so, ich mache keine Scherze. Also man kriegt hier sehr schnell aufgezeigt, wo man nicht hin darf. So viel ist klar. Weitergehen. Ja. Ich muss die Knöpfe drücken, sonst geht das nicht weg. Aber ich will nicht so hier durchrennen. Man kann sich ja mal ein bisschen umgucken, weil später, ich sag mal so, es gibt Schnellreise. Einige Ruinen der alten Welt. Mhm. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Das ist aber schade. Ich mag Fanatiker doch so gerne. Kümmert dich das? Sie sind eurer Stadt immerhin ziemlich nah gekommen. Du meinst also, nur weil Berserker und Kleriker Krieg gegeneinander führten, sollte mich das nicht kümmern? Aus dir spricht entweder ein Pragmatiker oder ein Feind der Kleriker. Vergangenheit ist Vergangenheit. Heute zählt jedes Leben. Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Ich würde übrigens jetzt eigentlich was erzählen über die Fraktion, aber ich will das nicht vorwegnehmen, beziehungsweise mache ich ja immer so, ne? Ich will das mal auf mich zukommen lassen und euch das eigentlich so langsam näher bringen auch, weil wir gucken einfach mal, wie die Fraktionen so auf uns wirken. Ich weiß nämlich schon ein bisschen was über ihre Ideologie, aber wie gesagt, das sehen wir noch. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich finde, das ist auch ein bisschen unglücklich gewählt, Berserker, weil die sind ja offensichtlich ganz nett. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Ich meine, du bist ja mein Meat Shield, von daher geht das schon. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Ich bin Level aufgestiegen, jawohl. Und der rennt schon wieder los. Die Leichen der Kleriker noch da sein. Ich mach das später. Also man muss dazu sagen, es gibt jeden Level 10 Attributspunkte und die kann man aufteilen und einen Lernpunkt. Und mit Lernpunkten kann man neue Dinge lernen, wie ja, Schwertkampf plus 1 oder Fernkampf und so weiter. Und die Attributspunkte muss man nur verteilen, damit man die Voraussetzung erfüllt für diese Lernpunkte. Versteht ihr? Ja. Du machst es schon, ne? Ich geh mal kurz hier gucken. Wie gesagt, es lohnt sich immer mal abzubiegen überall. Was ich jetzt auch sagte zum Jetpack. Ja, es lädt so ein bisschen zum Exploiten ein. Oh, Geschoss. Aber man ist nur auf der vertikalen Ebene schnell. Auf der horizontalen ist man immer noch ziemlich langsam. Deswegen... Hey. Man kann schnell aufsteigen, aber leider nicht so weit fliegen damit. Geradeaus meine ich. Ja, komm, da weiche ich halt aus. Na, drehen wir nicht den Rücken zu. Bam! Und die Komboleiste. Schade. Ja, man kann hier so eine Superattacke machen, die kostet aber ziemlich viel Ausdauer. Dafür muss man unten die Komboleiste voll haben und ich finde, man hat am Anfang noch sehr wenig Ausdauer. Wohingegen dann der Bogen wieder ein bisschen zu stark ist, weil mit dem braucht man überhaupt keine Ausdauer. Also beim Schießen, meine ich. Warte mal, ich will erstmal hier das Teil laufen. Das ist nämlich ein Teleporter, weil ich ja sagte, mit Schnellreise, da können wir dann irgendwann über die ganze Karte springen. Sehr gut. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt.
Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Hervorragend. Ja. Habt ihr gesehen? Der hatte übrigens einen Totenkopf, das Vieh. Sollte man alleine vielleicht nicht angreifen. Deswegen gut, dass wir Duras dabei hatten. Der macht das, der tankt das weg. Und glücklicherweise ist es ja auch so. Ich hoffe wirklich, ich nehme da jetzt keinem was vorweg, aber unsere Begleiter, die können glaube ich nicht sterben. Also er fällt halt mal um und dann und irgendwann steht er wieder auf und ist gut. So. Warte. Alles klar. Oh, komm, hier können wir Fleisch, gebratenes Fleisch, jemand liegen lassen. Finde ich übrigens ganz lustig. Also man kann hier auch wieder klauen, aber die Leute, die meckern dann schon, wenn man dabei erwischt wird. Beziehungsweise sie hauen einem eine auf die Hucke. Deswegen sollte man das machen, wenn die einen nicht sehen. Aber selbst wenn sie einen im Haus erwischen und man nimmt das schnell, während sie nicht hingucken, dann kann man es behalten. Finde ich super. Ein toter Kleriker. Ah, eins von fünf. Was das genau ist, weiß ich nicht. Ich schätze mal, das wird eine Quest. Und guck mal hier, die Lichtwechsel, das ist total geil. Wenn ich jetzt drin bin, gewöhnt man sich so langsam an das Licht. Wenn ich jetzt rausgehe, erstmal alles so, wow. Und jetzt ist okay. Und wieder rein. Achtung, alles zu dunkel. Und jetzt... wird's heller. Das finde ich total geil. Sowas. Solche kleinen Details. Das macht's für mich meistens schon aus, du, dass ich so ganz in die Stimmung eintauche. Du machst das, Duras, ja? Okay. Ich komm gleich. Ich finde dich super, Kumpel. Du bist der Beste. Ich bin stolz auf dich. Oh Gott, der ist... Ja, der ist tot. Das haben wir gut gemacht, Duras. Ich habe ja mitgeholfen. Ich sehe ja gar nichts. Oha. Ich weiß gar nicht, ob ich hier... War ich hier unten letztes Mal? Ich kann es nicht sagen, aber... Muss man ein bisschen aufpassen hier. Ratte. Oh, ein Schlafsack. Ah, da kann ich mich pennen legen, sehr gut. Also wenn ich das wollte. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Warum kann ich das Klebeband nicht? Naja, aber ein kleiner Mana-Trank. Ja, das hat es jetzt eigentlich schon verraten, ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt sowas wie... Die Zauber und Mana. Nee, aber ich glaube, ich letztes Mal gar nicht. Ist aber auch nichts. Oh, Schweinchen. Da oben. Da, guck. Huch. Au. Nicht schießen. What the hell? Was ist das da vorne? Das habe ich doch gar nicht gesehen. Au. Die Gesundheit ist gesund. Mach Sachen. Au. So. Du hast, ich habe auch was geschafft. Hier, hast du gesehen? Mann. Oh, nee, ich wollte gar nicht skillen. Warte mal, ich wollte das hier. Ich heb mir das übrigens auf, weil... Ich habe ja schon mal gesagt, die Punkte definieren nicht den Schaden, den man macht, oder die Gesundheit, oder... Beziehungsweise Gesundheit weiß ich jetzt gar nicht bei Konditionen. Die sind mehr dafür da, dass man eben diese Skills lernen kann. Hier, sowas wie Fernkampfwaffen. Ihr seht ja, das braucht 25 Stärke, 15 Geschick. Für Nahkampf, Fernkampf braucht dann Intelligenz und Geschick. Naja, also das sind die Punkte, die man erreichen muss. Ich glaube, das ist dann relativ egal, ob ich jetzt zum Beispiel Konstitution erhöht dauerhaft deine Lebensenergie. Wie viel Lebensenergie habe ich denn? Mal gucken. Wo sieht man das denn? Oh, mir gefällt das nicht, da ist schon wieder was. Hü! Hab ich gesehen. Erstmal was. Oh, das ist ein Kleriker. Duras, kannst du mir mal helfen, bitte? Da muss hier irgendwo sein. Schlechter Zeitpunkt. Oh, da kommt's. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal du merkst so schon, etwas dass wir... wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ja. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Ein bisschen schon. Wir werden gerade angegriffen. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Ich das Vieh macht platt. Ah. Oh, jetzt haben wir gut gemacht. Ich habe dir Bescheid gesagt, du haust es tot. Das ist Teamwork. Ach, das war ein junger Hornwolf. Hätte ich auch geschafft. Den hätte ich ja auch geschafft. Aber ich habe dir den Vortritt gelassen. Ich bin ja höflich.
So. Oh, ein Geldbündel. Also wie gesagt... Oh, Geld ist hier relativ egal, glaube ich. Das Einzige, was zählt, ist Elexit. Das ist die Währung hier. Da, Elexit, seht ihr? 68. Das ist sozusagen verunreinigtes Elex, glaube ich. Das Gebetsbuch eines Klerikers. Wo habe ich denn jetzt meine Lebenspunkte, bitte? Hm. Ich sehe nur meine Attributspunkte. Kann ich irgendwann meine Stadt sehen? Vielleicht habe ich auch Quatsch geredet. Dann tut es mir leid. Dann habe ich hier irgendeinen Unsinn erzählt. Das wollte ich nicht. Attributspunkte. Gib dir sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Ja, kann man aufheben für den Schluss, glaube ich, wenn ich dann sowieso schon alles habe. Ich weiß es wie gesagt nicht. Es kann sein, dass es in den Vorgängen auch so war. Ich habe es in Erinnerung, dass es nicht so ist. Ich will ja keine falschen Informationen, aber naja. Preisung Kalaans. Reinheit ist dein oberstes Gebot. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Bekehren die Ungläubigen in deinem großen Namen. Kalaan, wir folgen deinem Weg bis zum Tag der Rettung. Ja, kann ich machen. Oh, Zigaretten. Und, ah, da war ein Plan für einen kleinen Energiespeicher. Ich glaube nämlich, jede Fraktion, ich will jetzt auch wieder nichts vorwegnehmen. Diese Energiespeicher, die sind auch nur für eine bestimmte Art. Ich glaube nämlich für Waffen oder für so eine Art Magie. Wie gesagt, wir warten mal ab. Da. Achso, seht ihr mal, Voraussetzung Kleriker. Dann habe ich es doch nicht vorweggenommen. Können nur Kleriker benutzen, weil die haben halt irgendwas, das Energie braucht. Das weiß ich nicht. Vielleicht Waffen. Die haben ja diese Laserwaffen, so wie es aussieht. Diese Plasma-Laser-Dinger. Der hält auch nicht so lange, der Jetpack. Way. Aber es hilft einem halt echt immer so ein paar leckere Schmackerl hier zu kriegen. Metallschrott zum Beispiel ist, glaube ich, auch wichtig und selten. Yeah. Oh, ich liebe es, Leute. Kein Inventarlimit. Alles. Wir können das ganze Inventar der Welt hier mit uns tragen. Interessiert keine Sau. Oh, Schrottpatronen. Und Zigaretten. Und Zigarette. Wie nennen wir ihn eigentlich? Ich meine, ich will nicht die Bestie sagen zu ihm. Nennen wir ihn Klaus? Oh. Herbert könnte... Na, Herbert ist zu ausgelutscht. Gottfried. Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht nennen wir ihn einfach gar nicht, sondern der Namenlose, so wie es auch in Gothic immer war. Aha, 4 von 5. Aber keine Leiche dazu. Komisch. Ist die im Fluss gelandet? Oh. Ah, warum rutsche ich denn runter? Du Rast, mach was. Oh! Alter Schwede, Jetpack saved my life. Nein, vielleicht auch nicht. Oh. Scheiße. Das war ein bisschen dumm. Wie gesagt. Achso, wenn es in den roten Balken geht, dann dauert es länger zum Aufladen. Wenn es nur so hier bis zum roten, dann kann man da noch ein bisschen... Sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich glaube später... Achso, Quick Save F5 übrigens. Kann man auch mit dem Gamepad... Oh, das ist umständlich, da muss ich erst ins Menü. Ist ein bisschen komisch. Vielleicht kann man ihn wirklich upgraden, das finde ich super. Dass man ein bisschen länger schweben kann zum Beispiel. Weil es braucht halt schon immer ganz schön Schub hier hoch zu fliegen. Kacke. Aha, guck mal, das ist bestimmt wieder Geheimnis. Es wird einem nicht offensichtlich als Geheimnis verkauft. Oh, verschlossen 1 von 2 heißt das, ich habe den Skill nicht. Reines Elex. Er hat ja gesagt, er ist ein bisschen auf Entzug. Kann ich das jetzt einfach so konsumieren? Ah, da werde ich ja wieder zum Alp, oder? Ein guter Becher. Hm. Der ist gut. Hier Häuser Teil 2. Hm, da hängt noch etwas dran. Abgeschlossen 2. Warte mal. Erstmal verwittert das Bild. Was ist das denn? Wo ist das denn? Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich werde es mir mal... Das Weiße Haus steht erst einen Sommer.
Hinweise auf einen verschlüsselten Code. Auf einen bestimmten Ort. Und der kleine Energiespeicher. Eisenerz und Elektroschrott brauche ich dafür. Ja, krass. Dann habe ich jetzt... Das habe ich vorher auch nicht... Ach man, gut. Gut, dass es nicht gut funktioniert hat mit dem Aufnehmen, weil... Dann habe ich jetzt noch ein paar mehr Sachen gefunden. Das ist klasse. Wie war es? Kommst du mal? Steht er da rum, ne? Was macht der da? Ja, weiter. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Bleib mal stehen. Ich habe den letzten Kleriker noch gar nicht gefunden, fällt mir gerade so ein. Müsste ja 5 sein. Okay. Ja, Moment, was war das? Mauskraut. Devise Nummer 1 hier in Elex, beziehungsweise in allen Piranha-Bytes-Spielen, immer alles an Kräutern sammeln. Das ist nur von Vorteil. Oh, ich glaube, er kämpft schon. Ja, mach du mal, du. Mach du mal. Ist hier noch unten irgendwo? Ach ne, guck mal, da unten ist das, wo ich rausgekommen bin. Sehr, sehr cool. Oh Gott, ich will nicht so nah an die... Ah, was ist das für ein Riese? Und wo ist dieser Kleriker noch, der letzte? Das müssen ja 5 sein. Ich habe ja 4 von 5 Waffen. Ich glaube, die habe ich beim ersten Mal auch alle gefunden. Licht bitte. Oh, ein Rucksack. Na toll, Klopapier und Edex. Propaganda. Propagandamaterial von was auch immer. Boah, diese Musik. Diese Kampfmusik. Ich weiß halt nicht, ob sie mich betrifft oder ob Duras immer noch kämpft. Jetzt streng dich mal ein bisschen an. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel. Also wenn, dann ist es nicht so schlimm jetzt, aber... Ja, Missionsbericht. Oh, den hatte ich ja noch gar nicht untersucht, ich Eumel. Missionsbericht. Gucken wir mal, was haben wir denn? Missionspropaganda. Ein Magazin mit Propagandamaterial der Kleriker. Kann ich sogar verkaufen für 15. Keine Ahnung, was das ist. Elexit. Aufbruch nach Edan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Glauben in das Land zu tragen und sollen dafür bis in die Wildnis vordringen. Unsere Reise war beschwerlich und lang und wir haben die Waldgrenzen passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster. Wir sind ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen. Wir sind auf einige der Waldmenschen gestoßen, aber sie wollen nichts von unseren Lehren hören. Sie bedrohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielten wir heute Abend ein besonders langes Gebet. Kalaan möge unser Flehen hören. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemanden erfolgreich Kalaans Ideale näher bringen. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Ach ja, es wiederholt sich irgendwie immer alles. So Muster gibt es halt immer in der Menschheit. Irgendwann gibt es eine höhere Macht, an die die Menschen glauben. Zumindest. Ja, ich weiß, da gibt es jetzt Theorien über Rückständigkeit. Dass Menschen halt nicht autark funktionieren können, weil sie noch nicht so weit entwickelt sind. Aber es gibt ja Kulturen, die können das. Hey. Ah. Das ist immer, das habe ich jetzt wirklich fast alles alleine gemacht. Sei mal stolz auf mich, Duras. Nee? Okay. Kommst du jetzt? Also los. Ja, soll ich vorgehen, oder was? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ja gut, wahrscheinlich dann nach oben, ne? Aber ich weiß schon, wo es lang geht.
Hey. Na, du kleiner schwacher Kritter. Ja, der sieht aus wie so ein mutierter Frosch. Ih. Ich will ihn als Haustier haben. Kann's weitergehen. Ach so, die Parts, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt so tendiert, dreiviertel Stunde etwa, Leute. Also ich mache den jetzt hier ein bisschen länger. Weil erster Part und so. Könnt ihr mir mal schreiben, was ist für euch so eine angenehme Länge? Ich mache ja jetzt noch ganz viele andere lange Projekte. Mittelerde zum Beispiel ist auch ewig. Also pro Part eine Stunde sogar. Das gilt jetzt natürlich nur, wenn ihr das seht. Oh, Schwein. Ja. Na, ich weiß nicht. Also ich würde so eine Dreiviertelstunde täglich ein Part tendieren. Müsst ihr mir mal sagen, ob das cool ist für euch. Wenn ich dann halt nicht, ne? Mach ich es noch länger. Nein. Keinen Fall. Also das ist die Maximallänge, würde ich sagen, so eine Dreiviertelstunde. Aber ja, es ist ein sehr langes Spiel, glaube ich. Sehr, sehr lange. Ein bisschen Zeug einsammeln. Reines Elix. Das muss ja richtig was wert sein, ha? Guck mal. Ich glaube sowieso, dass wir über 100 Parts kommen werden hier. Das ist auf jeden Fall drin, denke ich. Trollkraut. Wahrscheinlich kann ich mit Leuten aus dem Internet foppen. So, Dietrich. Nur zwei Stück. Die gehen wahrscheinlich auch wieder hier kaputt. Pures Mana. Die rohe Form des Mana kann zur Erstellung von Mana-Tränken verwendet oder direkt konsumiert werden. Gibt Gesundheit. Okay. Letzte Zeugnis eines Lebewesens. Elektronische Einzelteile sind vielseitig verwendbar. Klebeband. Metallschrott. Ich weiß nicht, ist das alles zum Craften oder wie? Ich denke mal schon, oder? Außer sonstiges, das werde ich wohl verkaufen können. Man kann daraus trinken oder ihn verkaufen. Ein abgenutzter Krug aus Holz. Ja. Nee, ich glaube, könnte wertvoll sein. Aha. Rau, aber erfüllt seinen Zweck. Ja gut, das ist... Öffentliche Toiletten, das kennt man. Aha. Großer Heiltrank wirkt wahre Wunder. Ach, guck mal, hierfür muss ich Berserker. Ah, magische Energie. Ja, ja. Die Berserker können zaubern. Wie gesagt, es ist ein bisschen unglücklich gewählt, der Name, weil Berserker hört sich für mich nach so einem wilden Volk an, die so grobschlächtig sind und einfach überall draufhauen, wo es gerade passt. Und hier sitzt dann so ein bisschen die besonnenen Netten, die den Flüchtlingen helfen. Das passt für mich jetzt leider nicht so ganz zusammen, aber das ist jetzt echt nur Kritik auf hohem Niveau. Ich sehe nichts. Ja, jetzt kann er es aufsammeln. Magnesium. Oh. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt eure Arsche und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Tja, Ruby. Oh, oh, ich glaube, ja, hier sind noch welche. Hey. Komm. Ja, man hat übrigens so ein Initialaufhalt, also aufschalten, sagt man, glaube ich. Wenn man mit dem Bogen zielt, es ist zumindest voreingestellt. Ich glaube, das kann man auch ausstellen, aber ich lasse es mal. Ist ganz praktisch. Ach, guck mal, das ist Ruby. Na, alles gut. Schläfst ein bisschen, ne? Ich glaube, du menstruierst. Nein, ist tot. Okay. Das ist ja fast ein bisschen... Naja. Na, ist nicht lustig. Ein bisschen, aber es ist nicht... Nein, man lacht nicht darüber. Was wir alles dabei haben, Elixit. Ein Beil. Ein kleiner weißer Stein. Wieder was zum Upgraden, ja. Ja, also Outlaws scheinen wohl so ein bisschen die Gesetz... Er sagt ja schon der Name, so Gesetzlose zu sein, die gerne plündern. Ich habe jetzt fast schon... Ja, vom Hörensagen jetzt die Vermutung, es ist so ein bisschen wie... Ja, ich sage so die Mad Max-Leute, so ein bisschen die Raider aus Fallout, obwohl ich den Vergleich jetzt eigentlich nicht ziehen wollte mit Fallout, aber es passt eigentlich ganz gut, weil Endzeit ist halt Endzeit. Man braucht immer so eine Referenz, finde ich. Ah, was haben wir hier? Ich kann... Warte mal, ich glaube, wenn irgendwo ein Ausrufezeichen steht... Ja, hier, gut. Wenn ein Ausrufezeichen steht, dann habe ich quasi schon
die Mittel dazu, also in dem Fall Lernpunkt. Und dann sieht man ganz schnell, wo man schon was skillen kann. Das finde ich ganz praktisch eigentlich. Ja, Geschoss. Mini-Rakete. Was? Und ein Standardmunition für alle Schrotflinten. Cool. Naja. So, ich will den Part aber nicht allzu lang werden lassen. Deswegen geben wir ein bisschen Gas. Dann kommen wir vielleicht noch zu Goliath. Goliath? Zu Goliath, der Hauptstadt der Berserker. Also deswegen ist das nochmal ein bisschen seht von außen. Also los. Und dann, wie gesagt, wird es auch bald eigentlich schon wieder ein bisschen blind, weil ich bin dann wirklich nur rumgerannt und habe Sachen gesammelt. Bisschen Leute angepöbelt, kennt man ja, ne? Ihr kennt mich ja, so bin ich privat ja auch, also... Sachen klauen, Leute anpöbeln, das... Ach, warte mal, ganz kurz. Kann ich die nutzen? Nein, natürlich nicht. Guck mal, da brauche ich schon wieder exorbitant höhere Werte. Brauche ich wahrscheinlich 4 Level-Ups für, um das zu nutzen. Wir sind frustriert am Anfang, das ist aber immer so. Bei solchen Spielen, also bei den Spielen ganz besonders. Aber irgendwann bist du dann halt die harte Sau und kannst alles. Kann ich Raketen aus dem Arsch schießen und sowas. Und dann bin ich der Killer. Also es ist oft so. Am Ende bist du dann halt wirklich ein bisschen mächtig. Und anfangs noch so das Würstchen, was gar nichts kann. Finde ich aber eigentlich sehr nett sowas. Dann hat man sich ja auch erarbeitet und weiß das zu schätzen. Guck mal, da oben seht ihr? Dieses blaue Ding. Das ist der Mana-Brunnen, glaube ich. Kann's weitergehen. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Nein. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Alles klar. So, Ragnar. Das ist der Chef hier. Den werden wir bald kennenlernen. Aber erstmal mal hier ein Päuschen, Leute. Erstmal den Teleporter aktivieren. Wie gesagt, es gibt Schnellreise, deswegen werde ich jetzt das noch ein bisschen auskosten, wenn wir irgendwo hinlaufen, nicht einfach hinsprinten. Weil es sieht so schön aus hier und irgendwann werden wir dann wirklich noch zwischen den Punkten hin und her hüppen. Da. Und ihr seht schon, es ist eine große Karte, es gibt wahrscheinlich sehr viele Teleporter. Deswegen, ja, genießen und erleben. Danke fürs Zusehen, Leute. Es wäre echt cool, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr das Projekt liked und einen Kommentar schreibt. Wie gesagt, sagt mir nochmal, was ihr denkt zu der Länge der Parts. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen vorproduzieren müssen. Aber vielleicht pendelt sich das dann so ein auf eine Zeit. So eine halbe, dreiviertel Stunde habe ich angepeilt, wie gesagt. Ja, wäre echt schön. Also... Ich find's jetzt schon sehr, sehr spaßig. Und ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ihr auch? Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal mit Elex.